Hallo meine lieben Freunde, Dajia Hao, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ist Chinesisch wirklich so schwierig? Finden wir es heraus. Na, 我们就开始吧. Fangen wir mal an. Wie zählt man in Chinesisch mit nur einer Hand bis 10? Wir werden das gleich herausfinden. Hier habt ihr mal die Aussprache. Kennt ihr hoffentlich schon von unseren vergangenen Lektionen. I, R, San, Si, U und so weiter. Aber die Frage, wie macht man das jetzt mit einer Hand? I, R, San, Si, U. Bis hierher alles klar? Liu, Qi, Ba, 九, 十. So funktioniert das Ganze. Ja, und warum macht man das? Es wird angenommen, dass sich diese Zählweise auf Märkten entwickelt hat. Man legte faktisch seine Hand in jene des Händlers und deutete den Betrag, den man bereit war zu bezahlen. Somit konnten andere Kaufwillige nicht sehen, was der vorige Käufer tatsächlich gegeben hatte. Auch heute noch ist diese Methode sehr praktisch, wenn man vielleicht nur eine Hand frei hat. Okay, so viel dazu. Bleiben wir mal kurz bei den Zahlen und Bezahlungen. Womit bezahlt man in China? Wer weiß es? Nun, die offizielle Währungsbezeichnung seit dem Jahr 1945 lautet wie? Lautet Renminbi. Wenn wir uns dieses Zeichen etwas genauer ansehen, also diese drei Zeichen, sehen wir, das erste bedeutet Ren, Mensch. Renmin ist dann das Volk und Bi steht für Währung, also Volkswährung. Das sieht in etwa so aus. Für alle, die jetzt ein bisschen ja, tiefer in die Materie eintauchen wollen, sich für Börse und ähnliche banktechnische Dinge interessieren, ISO-Währungscode CNY, schreibt man so bzw. so, und abgekürzt wird es auch häufig mit RMB für Renminbi. Also wenn ihr RMB seht, Renminbi, und der internationale offizielle Währungscode wäre dieser hier. Aber wir sagen nicht Renminbi, wenn wir chinesisches Geld in der Hand haben, sondern die Währungseinheit heißt Yuan. So sieht das Schriftzeichen aus, relativ einfach. Yuan. Und ein Yuan teilt sich in 10 Xiao. Das ist das Zeichen für Xiao, heißt Ecke. Und 100 Fen. Fen ist dieses Zeichen und heißt Teil. Wie sahen die Wechselkurse am 25.09.2021 aus? Fragt mich jetzt nicht, warum dieses Datum. Das war an dem Tag, habe ich einfach nachgesehen, wie die Wechselkurse aussehen. Nur damit ihr einen ungefähren Überblick habt, ja, welchen Wert der Yuan hat. Das wären zum Beispiel 0,13 Euro, 0,15 US-Dollar, 1 Yuan, 11,24 russische Rubel, 3,10 mexikanische Pesos und für alle, die schon in Bitcoins denken, 0,5036 Bitcoin. Wie gesagt, vom 25.09. Ja, bleiben wir noch beim Thema. Man bezahlt mit Yuan, aber noch lieber mit dem Handy. Der E-Commerce-Markt wächst unaufhörlich und immer mehr Menschen nützen, jetzt kommt's, WeChat Pay. Das ist eine beliebte Zahlungsmethode via Handy. WeChat, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein bisschen wie WhatsApp. Ja, nur ja, hier kann man eben bezahlen damit via Handy, ebenso über Alipay. Das ist das Produkt des Internetriesen Alibaba. Alibaba ist der Konkurrent oder sagen wir Mitbewerber von Amazon.
Ja, und dann gibt es noch UnionPay, das basiert auf dem Kreditkartensystem. Das jetzt nur als kleinen Überblick, ja, damit ihr wisst, wie das mit dem Bezahlen in China so funktioniert. Ja, was heißt Bank auf Chinesisch? Hat sich das schon jemand überlegt? Wenn nicht, auch gut, hier. Bank. Inhang, dieses Zeichen, Inhang. Wer jetzt gut aufgepasst hat in den letzten Lektionen, dem kommt der erste Teil dieses Zeichens vielleicht bekannt vor. Das ist unser Radikal, steht für metallische Dinge. In diesem Fall, In heißt Silber. Hatten wir schon dieses Zeichen? Ja. Metall, In, dieses ganze Zeichen bedeutet Silber. Was steckt hier noch in unserem Wort? Inhang? Business. Hang. Dieses Zeichen hier steht für Geschäft, Business. Dieses Zeichen hat noch eine andere Bedeutung, die sogar noch häufiger vorkommt, heißt möglich. Hat jetzt nur entfernt etwas mit der Bank zu tun, aber man spricht es Xing aus, wenn wir möglich sagen wollen. Also Xing. In Bezug auf die Bank, Silber, Business. Auch relativ logisch. Ja, die berühmteste Bank ist natürlich die Bank of China. Gibt es auch hier in Wien. Zhongguo Inhang, also chinesische Bank. Zhongguo Inhang. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, das ebenfalls noch mit Zahlen zu tun hat. Was sind Zähleinheitswörter? Also wenn ihr Chinesisch lernt, werden euch diese Zähleinheitswörter auf jeden Fall begegnen, früher oder später. Diese geben uns einen Hinweis auf die Form eines Gegenstandes bzw. Lebewesens. Die Abkürzung dafür lautet ZEW, also Zähleinheitswort. Und es gibt wirklich viele, aber in Deutsch kennen wir ebenfalls Zähleinheitswörter. Glaubt ihr nicht? Seht mal. Zum Beispiel eine Packung Chips. Packung wäre in diesem Fall das Zähleinheitswort. Oder eine Dose Bier, eine Flasche Wein, eine Scheibe Brot, eine Tafel Schokolade oder ein Stück Kuchen. Also all dies hier wären Zähleinheitswörter. In China gibt es die auch, aber noch viel, viel umfangreicher. Sie beschreiben somit die Form eines Gegenstandes. Gut, sehen wir uns das im Detail an mit vier Beispielen. In Deutsch könnten wir sagen, ein Hund, ein Fisch, ein Buch, aber hier schon ein Glas Wasser. In Chinesisch brauchen wir dazwischen immer dieses Zähleinheitswort. In diesem ersten Fall ist es Ichigo. Also ich sage jetzt einfach Stück zum Zähleinheitswort. Es wäre ein Stück Hund. Also ein Zähleinheitswort Hund. Ein Stück Hund. Ichigo. Chi verwendet man für Hunde, Katzen. Ja. Aber nicht für alle Tiere. Der Fisch zum Beispiel ist lang und dünn. Daher sagt man Ijiao Ü, also Ijiao Ü, das ist das Zeichen. Jiao steht für längliche Gegenstände und ein Fisch ist meistens länglich. Ne? Beim Kugelfisch weiß ich allerdings nicht, was die sagen. Egal. Ein Buch. I Ben Shu. I Ben Shu. Ben steht für Bücher. Egal, ob es jetzt ein Buch ist oder viele, Ben in Verbindung mit Büchern. Ja, und was sagen wir zu einem Glas Wasser? I Bei Shui, also ein Becher Wasser. Wäre auch I Bei Kaffee, ein Becher Kaffee, oder I Bei Cha, ein Becher Kaffee, Tee. Okay, also
Bay. Das waren die wichtigsten. Ja, womit sind die Zähleinheitswörter verbunden? Nun, wie der Name schon sagt, sind diese Zähleinheitswörter mit einer Zahl verbunden. Was heißt das? Sehen wir uns gleich an. I, ein Schuh, das ist ein Buch. Okay, I, eins. I, ein Schuh. Liang, ein Schuh. Zwei Bücher. Ja, Schuh bleibt immer gleich. Auch im Plural Schuh, Schuh. Dass es sich um zwei handelt, erfahren wir hier. Ihr werdet jetzt zu Recht sagen, aber hallo, I, R. Zwei heißt doch R. Richtig, aber in Verbindung mit einem Zähleinheitswort wird es zu Liang. Wir sehen hier zwei Menschen mit etwas Fantasie. Ja, Liang. Ja, in vielen Sprachen gibt es den Dual, den sogenannten. Und auch hier in Chinesisch könnten wir das als Dual bezeichnen. Ja, San ist wieder ganz normal. 1, 2, 3 Striche heißt 3. San, Ben, Shu, 3 Bücher. Okay, also prinzipiell nicht so schwierig. Keine Hexerei. Da ist Deutsch schon wesentlich komplizierter, finde ich. Welches Zähleinheitswort ist besonders häufig? Dieses hier. Ge. Und wir haben Glück, es ist irrsinnig einfach zu schreiben. Das heißt Ge. Auch Stück wird für diverse Dinge verwendet. Zum Beispiel Igeren, also ein Stück Mensch. Es gibt auch ein sehr schönes Lied von diesem Herrn hier. Ja, sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so fesch aus, aber er heißt Han Hong. Und dieses gefühlvolle Lied trägt genau den Titel Igeren, also ein Mensch. Igeren steht auch für alleine, einsam. Ja. Igeren. Ihr könnt euch das gerne auf YouTube ansehen. Han Hong heißt der Sänger. Ich kann es jetzt aus urheberrechtlichen Gründen nicht hier gleich abspielen. Aber ja, gebt es einfach ein. Sucht Igeren von Han Hong. Wie bildet man Sätze mit den Zähleinheitswörtern? Gar nicht so schwierig, wie ihr vielleicht vermuten mögt. Ich habe 7 Bücher. Da sind sie. Wer will sie nachzählen? 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Bücher. Langsam. Ich habe 7 Zähleinheitswort Bücher. Wo, yo, 7 Schuh. Okay, Pinyin kommt noch. Hier mit Pinyin. Wo, yo, 7 Schuh. Ja, immer ein bisschen die Betonungen beachten. Mit der Zeit bekommt man schon ein Gefühl dafür, aber am Anfang wo, yo, 7 Schuh. Das heißt, ich habe 7 Bücher. Du hast 6 Bücher. Diese hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast 6 Bücher. Du heißt nie. Hast. Wir wandeln in Chinesisch gar nichts ab. Es bleibt immer yo, haben. Liu. Dann Ben und Shu. Also genau gleich, nur ändert sich hier unser Personalpronomen und die Zahl natürlich. Also, Ni, Yo, Liu, Ben, Shu. Du hast 6 Bücher. Ein weiteres Beispiel, sie hat 2 Katzen. Ein Foto von unseren Nachbarskatzen. Sind so süß. Okay, sie hat 2 Katzen. Ta, yo. Ja, selber lesen. Ta, yo, liang, chi, mao. Chi, mao. Ihr seht hier, chi ist das Zähleinheitswort für, auch für Katzen in diesem Fall. Ta, beachten, es ist die weibliche Form. Ja, sie, ta, spricht man aus wie die männliche, aber das Zeichen sieht anders aus. Wir haben 3 Hunde. So sehen sie aus. Süß. Also was ändern wir? Wir ändern nicht so viel.
wir ändern. Ja? Wir heißt woman, you, san, shi, go. Woman, you, san, shi, go. Also, shi ist das Zähleinheitswort für Hunde und Katzen. Letzte Seite. Wie bildet man Sätze mit den Zähleinheitswörtern? Das ist ein Fisch. Was haben wir gesagt? Fisch ist lang und dünn. Somit sieht das so aus. 这是一条鱼. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht. 这是, das ist oder das sein. Dies sein. 这是一条鱼. Das ist ein Zähleinheitswort Fisch. Ein letzter Satz. Das ist ein Fluss. Welches Zähleinheitswort nehmen wir beim Fluss? Eine kleine Hilfestellung gebe ich euch. Ein Fluss ist lang und dünn. Somit. Ja, hier ist er. Ihr seht, tiao, dasselbe wie beim Fisch. 这是一条河, das ist ein Fluss. He ist der Fluss. 这是一条河. Ja, und weil wir schon beim Fluss sind, wer kennt diesen Fluss? Na? Wie heißt der zweitlängste Fluss Chinas? Das war er. Er heißt Huanghe, gelber Fluss. Huang. He, das erste Schriftzeichen bedeutet gelb. Huang, he, Fluss. Er sieht so aus. Jetzt mag man vielleicht vermuten, so auf den ersten Blick, er ist irrsinnig dreckig. Nein, ist er nicht. Das sind Lösablagerungen. Sehr fruchtbares Sediment. Also der Fluss fließt da durch Lösebenen und führt Sedimente mit sich und macht die Erde somit sehr fruchtbar. Das aber nur nebenbei. Wie wir schon wissen, ist der längste Fluss Chinas der Yangtze-Jiang oder kurz gesagt Changjiang, der lange Fluss. Der zweitlängste ist der Huanghe, also der gelbe Fluss. Er ist 5.465 Kilometer lang und entspringt, wie sein Kollege, ebenfalls im Hochland Tibets. Der Huanghe. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Flüssen? Ein bisschen Geografie ist vielleicht auch nicht so blöd, wenn wir das mal durchgehen. Keine Sorge, dauert nicht mehr lange, aber das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Ja, und zwar zwischen diesen beiden Flüssen gibt es die Verbindung, der heißt Großer Kanal, Da Yunhe, also Großer Kanal. Und der fließt von Hangzhou nach Beijing. Verbunden sind die beiden über den sogenannten Kaiserkanal, den Da Yunhe, der mit einer Länge von über 1800 Kilometern die längste von Menschen geschaffene Wasserstraße der Welt ist. Daher ist der Große Kanal auch UNESCO-Weltkulturerbe. Er ist wirklich sehr lang und er verbindet unsere beiden Flüsse. Letztes Kapitel für heute, weil wir schon beim Thema Fluss und Wasser und Fisch sind. Wie sieht das Radikal für Wasser aus? Radikal kennen wir. Das normale Schriftzeichen für Wasser sieht so aus. Shui, ja, Shui, das ist Wasser. Wenn wir aus diesem Shui jetzt das Radikal ableiten, dann sind es drei Striche bzw. Punkte. Also in China sagt man gern Punkte. Einigen wir uns kompromissmäßig auf drei Strichpunkte. Gut. Achtung. Wir haben hier das Wort Fluss. H sieht so aus als Schriftzeichen. Und
hier unsere drei Strichpunkte. 1, 2, 3. Hä? Konzentriert euch jetzt nicht auf die Zeichen als solches, nicht in ihrer Gesamtheit, sondern achtet nur auf diese drei Strichpunkte. Nächstes Zeichen, Xiang, das heißt Strom. Xiang, und auch hier sehen wir wieder drei Strichpunkte. Also Strom, ein großer Fluss. Ja. Fluss, jede Art von Fluss, Strom, großer Fluss. Xiang. Nächstes Wort, Chi. Chi, auch hier sehen wir, es handelt sich um irgendetwas Flüssiges, in dem Fall um Saft. Ja. Chi. Nächstes Wort, auch da, 1, 2, 3. Ja. Drei Strichpunkte, Hai, Meer. Richtig, die Assoziation ist natürlich Shanghai, also Shanghai auf dem Meer, die Stadt. Hai. Dann haben wir noch etwas, was flüssig ist, nämlich die Suppe. 1, 2, 3, unsere drei Strichpunkte. Tang, Tang, Suppe. Und ein Wort, ein Schriftzeichen gebe ich euch noch. Hier ist es. Hu, das heißt See. Ja, 1, 2, 3, drei Strichpunkte. Hu, See. Also, wie ihr seht, es ist relativ logisch aufgebaut, wenn ihr diese drei Strichpunkte am Anfang eines Zeichens seht, könnt ihr davon ausgehen, irgendetwas Flüssiges hat das damit zu tun. Gut, das war's. So schnell ist es schon vorbeigegangen. Ich hoffe, es war interessant. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ja, in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Zaijian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.